Hey Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich noch mal ein kleines Kochvideo machen, denn Crispy Rob hat ein Kochbuch rausgebracht mit Gerichten, die man alle ganz schnell machen kann. In den Backofen, in der Mikrowelle, im Sandwich Maker und Waffeleisen ist noch dabei. Das klang ganz interessant, weil ich mir jetzt sehr gerne seine Kochvideos anschaue und dann wollte ich das mal ausprobieren. Wir haben jetzt 14 Uhr und ich habe noch nicht gefrühstückt. Eigentlich wollte ich eine Sache in diesem Video machen, aber ich dachte, wenn das alles so 5 Minuten Sachen sind, kann man davon ja auch mal so ein kleines 3-Gänge-Menü machen. Und zwar habe ich mich heute für die ganzen Mikrowellensachen entschieden. Eigentlich wollte ich irgendwas gemischt machen, aber ich fand es dann doch beim Lesen interessant, das Ganze ein bisschen aufzuteilen. Einfach jetzt ein 3-Gänge-Menü aus der Mikrowelle. Und das in ungefähr 20 Minuten laut den 3 Rezepten zusammen. Mal schauen, ob das funktioniert. Wir müssen natürlich anfangen mit einem kleinen Frühstück, weil ich extrem Hunger habe und ja, wie gesagt, das ist 14 Uhr, ich habe noch nichts gegessen. Gut, wir möchten heute ein Rührei-Omelette in einer Tasse machen. Dafür habe ich mir schon hier die Sachen zusammengelegt. Wir haben eine Paprika, 2 Scheiben Wurst, 2 Eier und hier in dem Schälchen habe ich schon ein bisschen Salz und Pfeffer vorbereitet. Zuerst schlagen wir dann die Eier. Eier kommen mit da rein. So, das verrührt man jetzt. Also ich glaube, das macht man auch besser mit einem Schneebesen in einer etwas größeren Schüssel, aber ich wollte jetzt für so 5 Minuten Gerichte nicht unbedingt versuchen, so viel Müll, also so viel Geschirr dreckig zu machen. Deswegen, das ist ja dann auch meine Herausforderung, das Ganze ein bisschen sparsamer zu machen. So, der Pfeffer vermischt sich dann hoffentlich gleich. Es wäre vielleicht schlauer gewesen, es später dazu zu tun, aber wir lernen ja auch noch daraus. Jetzt schneiden wir unsere Paprika. Und zwar habe ich hier eine Paprika gekauft und ein Messer und ein Schnittbrett. Jeder weiß, was jetzt kommt. Wir entkernen zum Beispiel zuerst, ich habe das bei meiner Mama mal so gesehen, Moment, ja, das ist so ein gut, okay. Wir entkernen hier zuerst, ups, das fühlt sich an wie so eine Bombe zu entschärfen. Man schneidet hier das raus und jetzt zieht man so den Kern, soweit ich weiß, ja. Unsere Paprika halt auf. Wir brauchen nur eine Hälfte, deswegen legen wir die andere mal erst weg. Wenn ein paar Kerne übrig bleiben, ist das, denke ich, auch mal nicht ganz so tragisch. Und schneiden die auf. Man kann das Fleisch natürlich auch rauslassen, falls man Vegetarier ist oder Veganer. Oder auch Vegetarier und Veganer, aber ich glaube, das macht überhaupt gar keinen Sinn. So, jetzt haben wir alles geschnitten, was wir machen müssen. Und dann wird das alles zusammengemischt. Dann nehmen wir hier unser Brettchen. Gucken wir mal, ob wir die andere Kamera hier wechseln können. Und dann vielleicht das Ganze auch noch in Zeitlupe. Die beiden Stückchen natürlich auch noch mit dazu. Und dann verrühren wir das Ganze wieder. Weil die ganze Masse kommt jetzt in die Tasse rein. Und dann kommt das für 2 Minuten war das, in die Mikrowelle. Gut, also ich gebe das hier jetzt in die Mikrowelle für 2 Minuten. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, das erste Gericht ist fertig. Ich habe es ein bisschen dekoriert und ein paar schöne Fotos vor dem Buch versucht zu machen, so wie er das auch mal in seinen Videos macht. Und ja, es sieht auf jeden Fall super cool aus. Ich trage das mal hier in die Kamera. Achtung, die Tasse ist auf jeden Fall heiß, wenn ihr sie aus der Mikrowelle nimmt. Die Tasse war ungefähr bis hier zur Hälfte gefüllt und ist dann bis hier hoch übergegangen. Gut, hier ist ein kleines Loch, aber sie ist eigentlich recht voll geworden. Finde ich richtig cool. Und ja, jetzt stellen wir uns natürlich eine wichtige Frage. Wie schmeckt das Ganze? Super lecker. Es hält auf jeden Fall sehr gut die Wärme, es steht jetzt etwa seit 5 bis 7 Minuten hier und es qualmt noch extrem, also unten da drin ist echt extrem heiß. Spricht auf jeden Fall für das Gericht, finde ich eine richtig coole Idee. 5 Minuten Aufwand, eigentlich kaum Geschirr, eine Schüssel und halt die Tasse, kann man mal machen. Also man kann es auch theoretisch in der Schüssel anrühren, aber ja gut. Ach ja, ich habe übrigens den Schnittlauch vergessen, den habe ich später noch dazu getan, also nicht wundern, warum der jetzt Schnittlauch bei ist. In der Zeit, in der ich jetzt essen kann, kann ich ja mal ganz kurz Werbung für dieses coole Buch machen. Es sieht von außen richtig cool aus, es glänzt. Das finde ich bei einem Buch, also es sieht extrem hochwertig aus und das für den Preis von 16 Euro. Respekt, also von außen gefällt es mir super. Also wenn ich es bewerten müsste, würde ich sicherlich 10 von 10 Punkten geben. Es sieht echt ansprechend aus. Gut, wir gucken mal kurz ein bisschen da rein. Es gibt hier ein Vorwort, wird immer eine Menge zu lesen. Und speziell bei diesem Kochbuch ist, was mir glaube ich bisher noch bei keinem anderen aufgefallen ist, dass zwischenzeitlich ein bisschen was zu Gewürzen, also hier zu Kräutern speziell erklärt wird oder auch
Hier zum Beispiel, wie man eine Avocado richtig entkernt. Finde ich richtig cool, also da muss man nicht unbedingt nochmal im Internet gucken, wenn man das alles in diesem Buch für den zauberhaften Preis von 16 Euro bekommt. Gut, genug Werbung für diesen Teil jetzt erstmal, vielleicht kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. So, für uns im zweiten Gang habe ich hier schon alles vorbereitet und zwar machen wir uns zum Mittagessen den Mac and Cheese Macaroni Tasse. Ich hoffe, das ist der richtige Name, falls nicht, gucke ich gleich nochmal nach und schreibe es unten drunter. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet und zwar kam in eine Tasse die Hälfte voll mit Macaroni und die Hälfte voll mit Wasser. Ich habe jetzt ein bisschen wenig genommen, deswegen muss ich das eben nochmal ein bisschen verbessern. Ja, und das kommt dann für 3 Minuten in die Mikrowelle. Und dann sind die Nudeln so relativ durch. Da kommen jetzt 2 Esslöffel Milch rein. Ich habe jetzt keine Lust, das genau abzuwiegen, deswegen ist es auch, glaube ich, nicht ganz so schlimm, wenn ich ein bisschen mehr ich. So, wenn wir das alles schön umgerührt haben, kommt da jetzt ein ganz kleines bisschen Frischkäse rein. Boah, was habe ich in unserem Laden lange nach Frischkäse geguckt. Ich hatte den früher immer ganz anders in Erinnerung. Eigentlich bin ich gar nicht so wirklich der Fan von Käse, aber... wir probieren das trotzdem einfach mal. Das brauchen wir nicht mehr. Und dann kommt ein ganz kleines bisschen Schmelzkäse. Es kommt irgendwie vor, als ob das fast ein Product Placement ist. Ist es aber nicht. Es ist tatsächlich nur von derselben Marke. Oh Mann, ich habe keine Schere dabei. Also geht's auch. Zuerst muss da ein kleines bisschen Pfeffer mit bei. Das ist schon ein bisschen viel. Aber zu scharf ist es eigentlich nie. Es kann nie scharf genug sein. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Ahnung, wie viel Käse man nehmen muss. Aber so wie Rob immer sagt, zu viel Käse gibt es nicht. Gut, das kommt jetzt für 30 Sekunden nochmal in die Mikrowelle, dass es insgesamt so aussieht. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es fertig ist. Auch die Macaroni sind jetzt fertig. Sehen nur nicht annähernd so aus wie auf einem Foto. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Vielleicht ist meine Tasse einfach zu groß oder so. Aber es geht ja auch eher um den Geschmack als ums Aussehen. Deswegen probieren wir es einfach mal. Boah, das sieht auch cool aus. Kann man das überhaupt sehen? Ich hoffe es doch mal. Lecker. Schmeckt richtig top. Kann ich wirklich empfehlen. Sah nicht so aus wie auf dem Foto. Das Foto sah schon echt gut aus. Aber... schmecken tut es echt gut, also für Leute, die nicht so viel Zeit haben, gerade was Richtiges zu kochen, finde ich, dass hier eigentlich eine gute Variante hat. Jetzt auch etwas 5 Minuten gedauert, werde ich mir, denke ich, öfters mal machen. Dafür ist dieses Buch generell ziemlich gut. Alle Gerichte, die ich bis jetzt so gesehen habe, ich habe mir noch nicht alles angeguckt, waren so 5 bis 10 Minuten jeweils. Ich glaube, einmal war 20 Minuten dabei, aber zum Kochen und zum Backen ist das, finde ich, eigentlich auch noch eine ganz gute Zeit. Gut, kommen wir jetzt zum 3. Gericht. Für unser Dessert habe ich mir gedacht, machen wir den weißen Schokoladenkuchen auch in einer Tasse. Es gab auch braunen Schokoladenkuchen, aber ich dachte, mit weißer Schokolade einen Kuchen zu machen, der dann auch wirklich nach Schokolade schmeckt, ist ein kleines bisschen spannender. Ja, ich habe hier mich wieder für eine Tasse entschieden, wie die gleiche, die wir auch eben hatten. Allerdings ist halt in dem Rezeptbuch so ein kleines Schälchen und ich weiß, wir haben auch welche, aber irgendwie finde ich die bei uns nicht. Also machen wir das auch in der Tasse. Dafür tun wir ein bisschen Butter. Ich dachte, auf den Teller kommt noch ein bisschen mehr, aber irgendwie war das nur die Butter, die da drauf kommt. Ich in dem Fall ein bisschen Verschwendung. Die Butter kommt da rein, dann tun wir ein ganz kleines bisschen Gestück. Yeah. Okay. Ein bisschen geröstete Mandeln mit da rein. Und dann kommen 20 Gramm weiße Schokolade da rein. Ich habe jetzt nur Schoketten irgendwie gerade gefunden und so. Die Auswahl war jetzt heute nicht sonderlich groß. Davon soll man dann 5 Stück nehmen, also so etwa 20 Gramm. Aber genaue Angaben will ich hier nicht unbedingt verraten, weil ihr sollt das Rezeptbuch ja noch kaufen. So, haben wir jetzt die Nüsse da drin, die Schokolade und die Butter. Und das kommt jetzt für 30 Sekunden in die Mikrowelle. Die 30 Sekunden sind vorbei und es sieht unnormal geil. Es sieht auch übelst geil aus, weil die Mandeln so ein bisschen karamellisiert wurden. Und ja, wüsste ich, dass es jetzt nicht quasi fast nur Butter und ein bisschen Schokolade ist, würde ich es jetzt so probieren, weil es übelst geil riecht. Das rühren wir jetzt mal kurz um, denn ich habe Angst, dass es angebrannt ist. Boah, geil. Es ist aber tatsächlich ein kleines bisschen angebrannt. Obwohl, ich glaube, das muss so. Boah, das riecht richtig weihnachtlich. Oder angebrannt. Okay. So, das haben wir umgerührt. Ich habe mir jetzt gerade mal Untersätze genommen, weil ich mich gerade etwas verbrannt habe. Es ist auf jeden Fall sehr heiß. Ich stelle es mal hin, damit man auch ein bisschen was sehen kann. Das sah auch gut aus. Dann kam der Zucker mit da rein. Habe ich schon alles vorbereitet. Bei Zucker kann man eigentlich nie irgendwas falsch machen. Dann kommt Mehl mit dabei. Soll ja ein schöner Teig werden. Jetzt habe ich ein bisschen gekleckert. Oh, shit.
Und dann kommt noch ein kleines bisschen Speisestärke mit da rein. Ich weiß nicht, wie viel man davon nimmt. Da stand auch eine Mengenangabe bei, aber ich habe alles grob abgemessen. Deswegen weiß ich nicht, wie viel das jetzt ungefähr ist. So, jetzt haben wir alles schön verrührt. Am Ende sieht die Masse dann etwa so aus. Sieht, finde ich, richtig lecker aus. Ja gut, also Teig halt, ne? Okay, das kommt dann jetzt für 1,5 Minuten in den Backofen. So, der Kuchen ist fertig. Ich habe ein bisschen dekoriert mit anderer Schokolade noch. Er sieht ja wohl übelst geil aus. Guck mal, wie hoch der geworden ist. Ultra geil. Jetzt muss er natürlich noch genauso gut schmecken, wie er aussieht. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Beim ersten Bissen habe ich ein bisschen gezögert mit der Meldung dazu, weil es ein bisschen sauer geschmeckt hat. Ich hatte überlegt, könnte irgendwas schlecht gewesen sein. Aber wahrscheinlich nicht gut genug verrückt, weil der zweite war super lecker. Also schmeckt richtig gut. Ich habe noch nie weißen Schokokuchen gegessen. Kann ich richtig empfehlen. Kommen wir noch einmal zurück zum Buch. Das Buch, jetzt so wie ich es getestet habe, ist der Mikrowellen Edition. Kann ich wirklich empfehlen. Ich habe jetzt ein 3-Gänge-Menü innerhalb von gut mit Aufnahmen, Backen, Aufräumen und so ein Zeug. Ist etwa 2 Stunden, aber ich meine, wenn ich jetzt wirklich die reine Kochzeit, kommt man sicherlich auf so 20, 25 Minuten. So wie versprochen auch im Buch, da waren es für 20 Minuten angegeben. Damit kommt man hin. Ein 3-Gänge-Menü aus der Mikrowelle. Top. Schmeckt auch wirklich alles sehr, sehr lecker. Ich bin gespannt, was wir da noch so alles finden. Im nächsten Video widmen wir uns einer anderen Kategorie. Entweder hier Waffeleisen, Sandwichmaker, Herd oder Backofen. Und gucken mal, was wir da so für ein schönes Menü gezaubert bekommen. Und ja, ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen. Es sieht von außen sehr schön aus, von innen richtig schön gestaltet. Und das Ganze für nur 16 Euro für schnelles Kochen. Ist quasi geschenkt. Ich werde dafür nicht bezahlt, ich bin echt begeistert. Falls du dir das Buch kaufen möchtest, tue ich den Link dazu natürlich unten in die Beschreibung und tue auch einen Link zu Robs Kanal dazu. Und ja, wenn du die Sachen ausprobieren willst, kauf dir das Buch. Ich packe die Rezepte diesmal nicht unten in die Beschreibung, weil ihr sollt das Buch kaufen, ist ja logisch, ne? Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und abonniere meinen Kanal, damit du in Zukunft nichts verpasst. Vergiss morgen nicht, zum nächsten Video einzuschalten und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao! Santa Claus, here comes Santa Claus.